So Leute, damit sind wir beim nächsten Video. Wir gehen zurück zu Plane Chase, 2012er Plane Chase. Neue Promos, neue Planes, neue Sachen wie Phänomene. Die haben so richtig coolen Sachen gemacht. Ich meine, es sind 3 Jahre zwischendurch vergangen. Wir haben wieder 4 Würfel. Diesmal, ich gucke mal, dass ich es mal reinkriege, mit so einem roten Sparkle statt einem weißen Sparkle. Was ziemlich cool ist. Und ja, der Aufbau davon, ja, den Aufbau davon habe ich ja schon mal erklärt. Ich habe auch schon mal erklärt, wie dieses Format funktioniert. Das Video zu dem Format findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und auch die anderen Sachen, wie zum Beispiel die Decks, wenn ich welche dazu aufgemacht habe, findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Plane Chase ist wunderschön. Gerade jetzt, wo ich Archimony das letzte Mal nochmal vorgestellt habe und davor ja das erste Plane Chase, muss ich sagen, Plane Chase ist schon wunderschön. Ich mag Plane Chase. Ja, wir haben als allererstes obendrauf Stairs to Infinity. Und Stairs to Infinity war eben eine Promokarte, weil auch hier gab es ein Release-Event. Und dieses Release-Event, wenn man daran teilgenommen hat, hat man einfach die Stairs to Infinity genommen. Da es die einzige Promokarte ist, die ich hier euch zeige, dachte ich, tue ich sie mal oben drauf und dann könnt ihr sie so ein bisschen lesen. Auch hier war es so, dass man insgesamt 4 Decks hatte, deshalb auch 4 Würfel. Und in jedem dieser Decks waren 8 Plane-Karten und 2 Phänomenkarten. Was die Phänomene machen, gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an, weil die sind doch ein bisschen anders. Zuerst gehen wir einmal durch die Decks durch, nachdem ich euch, wie gesagt, nicht erklären muss, wie das Ganze funktioniert. Wir hatten ein Chaos Rain Deck. Das war ein Cascade Deck, soweit ich mich erinnere. Da war auch so ein Typ drin, der hatte Cascade, Cascade. Bloodbraid Elf war da drin, was echt cool ist. Hier wurden dann auch, ich glaube, die Fractured Power Stones heißen sie, eingeführt. Das sind Artefakte für 2 Mana, kann man sie spielen. Tappen für ein farbloses oder tappen und man kann diesen Würfel neu würfeln. Was natürlich ein immenser Vorteil ist, weil das kann man dann auch 2. oder 3. oder den 4. Wurf machen, wodurch man unendlich viel Mana-Gefühl spart. Und diese Fractured Power Stones waren unter Plane Chase-Spielern sehr beliebt, kann ich euch sagen. Dann hatten wir mein persönliches Lieblingsdeck, und zwar Knight of the Ninja. Ninja. Es waren tatsächlich einfach Ninjas drin mit dem Keyword Ninjutsu. Hierbei waren meiner Meinung nach die stärksten Karten eben die Belfort Strix, die da ihren allerersten Print gesehen hat, glaube ich. Und Sakashimas Student, der ein Klon ist mit Ninjutsu. Das sind beides Karten, die sehr viel gespielt werden. Und die Belfort Strix hat eine Menge Reprints gekriegt, deswegen ist die nicht mehr so teuer, aber der Student ist zum Beispiel noch richtig teuer. Den hätte ich gerne mal reprintet. Dann haben wir Primordial Hunger. Primordial Hunger ist ein Verschlinger-Deck sozusagen. Ich habe damals Verschlingen einfach geliebt. Diese Fähigkeit war einfach großartig. Wir hatten Karten wie den Mark Mampfer, was ich einfach so, ein Mark Mampfer. Großartig. Und da waren eben Sachen auch drin wie Wall of Blossom, was richtig, richtig cool war. Und der Mykolov, der sozusagen das Rückgrat und das Key des ganzen Decks war, weil er einfach unendlich viel 1-1er produziert hat, nachdem er was gemampft hatte. Was ich sehr krass fand, war zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass da eine Awakening Zone drin war. Awakening Zone war auch eine richtig coole Karte dafür. Und das letzte Deck war ein grün-weißes Deck, das war Savage Auras. Das war im Endeffekt ein Verzauberungs-Aura-Deck, was einfach nur darauf aus war, haufenweise Verzauberungen zu droppen und zu spielen. Und hatte halt damals für mich so Klassiker drin, wie Brumble Elemental, das war richtig, richtig cool. Oder auch den Core Spirit Dancer, der immer noch relativ teuer aus dem Deck ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren da auch sogar noch richtig coole Sachen wie The Sigil of the Empty Thrones drin. Waren wirklich, wirklich coole Sachen, wie gesagt. Diese ganzen Decks gab es, wenn ihr euch da irgendwas von interessiert. Wie gesagt, das Ninja, Blau-Schwarz, Grün-Weiß, Verzauberung. Ich glaube, Rot-Schwarz-Grün war das Verschlinger-Deck oder nur Rot-Grün? Nee, nur Rot-Grün war das Verschlinger-Deck. Da war auch der Verschlinger-Verschlinger drin. War das nicht Verschlinger-Verschlinger? Was hatte der denn? Verschlinger-Verschlinger? Ich meine, er hat Verschlinger-Verschlinger. Kommen wir jetzt zu den Planes. Das Video hier ist ein bisschen kürzer, logischerweise, weil ich euch im Endeffekt ja nur die Decks erkläre. Ich erkläre euch nicht den Spielmodus. Und dann gehe ich so ein bisschen durch die Planes durch und zeige euch, was es noch so alles gibt. Wir kommen zu den Phänomenen. Phänomene sind eine neue Art von Karten im Plane Chase gewesen. Und zwar sind Phänomene sozusagen Zauber, die gewirkt werden. Wenn man auf diese Karte Planes walkt, also wenn du auf den chaotischen Äther triffst, haben sie es hier genannt. Aber wenn man eben dort darauf Planes walkt, ihr merkt übrigens, die sind leider deutsch. Ich hätte die gern noch in Englisch, aber die sind leider deutsch. Deshalb ist das mit dem Mischen immer ein bisschen eklig. Aber wenn man auf den chaotischen Äther trifft, zählt jede leere Seite des Weltenwürfels, ja, für das Chaos-Symbol, also das Effekt-Symbol. So lange, bis man von der Welt wegwandert. Wenn man jetzt von dem Phänomen eben zum Beispiel auf Stairs of Infinity kommt,
Der sagt, Spieler haben keine Maximum Hand Size und immer wenn man den Würfel rollt, zieht man eine Karte. Und dann hat man den, immer wenn man den Effektwürfel trifft, zeigt man die oberste Karte des Planardecks vor und man kann es auf die Bottom legen, also unter das Deck. Wenn man jetzt würfelt, hat man hier eine leere Seite. Diese leere Seite wird aber durch chaotischer Äther eben zu diesem Symbol und damit darf man den Effekt trotzdem machen, was ziemlich cool ist. Das heißt, man hat, wenn man ein cooles Planes damit trifft, auch mal eine richtig, richtig krasse Runde. Wenn man ein beschissenes Planes trifft, wie Leute kriegen 7-7 Eldrazi-Tokens, dann kann das problematisch werden. Ja. Weltverbindungstunnel ist zum Beispiel so, dass man zwei Weltenkarten gleichzeitig hat, was super, super cool ist. Morphende Störung, ich glaube, es wird einfach Karten weggepackt und wieder rausgeholt aus dem Deck. Gemeinsame Erleuchtungen, einfach alle ziehen Karten. Weltweites Desaster, zerstöre alle Kreaturen. Und bei dem ist es so, ich glaube, eine bleibende Karte bringt jeder auf die Hand zurück oder so. Von irgendwem, ist ganz cool. Zum Zusammenwachsen des Raums ist hier ganz cool, weil man hat hier tatsächlich schon die gute Chandra. Und hier ist, glaube ich, Nissa, die erste Nissa oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer diese gute Elfendame ist. Könnt ihr mir immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und das Zusammenwachsen des Raums ist hier eine coole Anspielung auf Zendika, weil einfach die Dinger zusammengeschmissen werden. Zeitverzerrung auch wunderschön. Und man ändert einfach die Spielrichtung. Es gehört einfach dazu, zu so einem Spielmodus. Und dann haben wir die ganzen Phänomene durch und es kommen die Planes. Planes, wie beim letzten Mal auch, gehe ich einfach durch. Hier zum Beispiel Verzauberungskarten. Hier, also sie haben viel mehr diesmal auf die Decks gearbeitet, was ein bisschen schade ist, weil sie eben nicht mehr so allgemein gehalten sind wie beim ersten Plane Chase. Weil so Verzauberungskarten wirken, als ob sie Flash hätten. Es gibt halt nicht viele Verzauberungsdecks, gerade im Casual-Bereich. Und ja, Kolbana, da hätten sie auch einfach ein anderes Planes nehmen können. Weil so wie das hier aussieht, ist das einfach die Heimat von Nicol Bolas. Und ja, ist ganz cool. Equiliator, schon wieder. Belenon. Das neue Phyrexia, New Phyrexia ist hier tatsächlich schon. Wobei, das hatten wir da, glaube ich, als Set schon. Innistrad war, glaube ich, als Set noch nicht draußen, aber es gab es hier schon. Lurwine gab's, Ravnica gab es auf jeden Fall. Fabriken. Also man kann ja auch ein bisschen cool sehen, übrigens hier mit dem 7-7 Eldrazi war halt echt kein Witz, das steht hier halt echt drauf. Man kann hier halt auch mal coole Planes sehen, die man halt jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Oder eben zurück zu Sachen gehen, wie zum Beispiel Jund Alara, Kessig in Innistrad, Mongezeng kenne ich noch gar nicht, sieht aber super, super cool aus. Karasha Hügelland. Ich glaube, den Karasha hatten wir schon. Ich glaube, Mongezeng ist dann hier Ice Age, irgendwas in dieser Richtung. Distrikt der Schlote aus Ravnica. Hort des grauen Abgottes in Asgol. Geil. Geil. Ja. Kerlanienberg, ich glaube, den hatten wir auch schon. Nephalen in Innistrad, ganz klassisch. Oh, Elishnorns Reich in Phyrexia. Super interessant, weil wenn man dorthin wegt oder davon weg, nee, wenn man davon wegwalkt, zerstört man alle Karten ohne Schicksalsmarken. Beim Effektwürfel kriegt man Schicksalsmarken drauf, was einfach eine coole Interaktion gibt, weil die Leute wollen zwar würfeln, um Schicksalsmarken zu bekommen, aber die wollen nicht unbedingt jetzt schon am Anfang ihre eigenen Sachen treffen und also ohne Schicksalsmarken das Ding in die Luft gehen lassen. Kreaturen sind schwarz und haben Todesberührung, auch richtig cool. Oh ja, Orochi-Kolonie. Oh, also wie gesagt, Ravnica haben sie ganz viel gemacht. Das liegt aber auch daran, dass Ravnica halt ein super beliebtes Plane ist. Genau wie Mirrodin. Und Ravnica haben sie halt mit den ganzen Gilden Stenzen. Sagt mir gar nichts. Takemunda. Da ist zum Beispiel so, dass immer wenn ein Kreaturspiel verlässt, zieht der Bärsche eine Karte. Ganz klar auf Ninjas ausgelegt. Bei Ninjutsu nimmst du eine Karte zurück auf die Hand. Und ja, machst Ninjutsu. Das Krallentor. What the fuck in Vryn? Weg der Magierringe. Das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Der Truga-Dschungel. Wieder Belenon. Windrätselpaläste. Auch die sehen richtig cool aus. Das hätte theoretisch auch Kaladesh sein können. Vielleicht hieß Kaladesh mal Belenon. Und Kyvneth. Kyvneth. Ist das Westwind. Labyrinth. Ist die letzte Karte 40 von 40. Wie gesagt, es gibt noch diese eine Promo. Und ja, wie gesagt. Und das war mein Video zum Plane Chase 2012. Hier kann ich jetzt gerade noch anhängen. Es gibt die Plane Chase, ich habe sie hier noch liegen, die Plane Chase sogar mit Promos und die Plane Chase 2012 mit Promos. Ganz, ganz oft. Wizards hat so eine Anthologie rausgebracht, wo eben die ganzen Decks von 2012 drin waren. Also das Ninja-Deck und die ganzen anderen, die ich vorgelesen habe. Und dann sind sie aber super intelligent gewesen, haben nicht nur die 2012er Planes da reingepackt, sondern alle. Das heißt, ihr kriegt ja auch endlich in einer einheitlichen Sprache. Wie gesagt, ich finde es halt doof. Ich habe die in Deutsch, die in Englisch leider. Ich hätte gern beide in Deutsch, aber gut. Man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall gibt es eben dieses Plane Chase Anthologie. Dort gibt es eben auch diese
Planes drin. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte nur diese Planes haben, die gibt es bestimmt auch einzeln. Könnt ihr euch mal umgucken. Ansonsten, wenn euch zum Beispiel gerade dieses Plane 2012 sehr cool gefallen hat, auch von den Deckauswahlen und so weiter, ihr trotzdem aber alle Planes haben wollt, könnt ihr die zusammenholen. Das macht die Anthologie, macht das so geil. Plus es gibt noch Live-Counter-Würfel, es gibt diese Würfel. Richtig cooles Teil. Und das haben sie auch irgendwie nochmal 2-3 Jahre später rausgebracht, was ich einfach großartig fand. Und meiner Meinung nach sollte Plane Chase wiederkommen. Die Leute lieben das, gerade im Casual. Commander macht es ein bisschen unübersichtlich, macht aber auch Spaß. Und auch zum 2012er zählt, wenn ihr wollt, dass ich mal Plane Chase mal gucke, ob ich Leute finde, die über Webcam mit mir Plane Chase spielen wollen, die das mal aufnehme und euch mal zeige, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten, kennt ihr Plane Chase? Habt ihr die Anthologie? Oder habt ihr nur den 2012er? Wie findet ihr die Decks? Erzählt mal ein bisschen was in den Kommentaren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.